Wärmepumpen haben den Ruf, teuer zu sein. Warum sind die denn so teuer? Ja, es sind sehr viele Komponenten auch in so einer Wärmepumpe verbaut natürlich. Mehr als in der Gasheizung? Ja. Mhm. Ja. Also es ist eine komplexere Technik. Ist schon eine komplexere Technik. Weil ich sag mal, wenn ich wieder zum E-Auto zurückgehe, da kann ich ganz klar sagen, da sind weniger Teile verbaut. Und der Grund, warum so teuer ist, ist der Akku. Das ist relativ einfach zu erklären. Der Akku ist das teure Teil und deswegen ist ein E-Auto teurer als ein Verbrenner. Okay, aber du sagst, bei einer Wärmepumpe sind einfach viele Teile drin. Also genau, es sind viele Teile drin und die Gasheizung gibt es eben auch schon sehr lange auf dem Markt und es ist ein Massenprodukt und daher auch sehr preisgünstig, ja, in der Masse. Ja, ich meine, du machst ja die Kalkulation. Du hast am Anfang mal 30 gebaut, jetzt sind 6.000. Siehst du, dass da der Preis runtergeht, dass er runtergehen kann? In der Zeit, wo wir angefangen haben, nicht. Wir haben gestartet und dann ist eigentlich direkt schon Corona gekommen. Bei uns war es so, die Preise, die wir am Anfang hatten, die konnten wir ziemlich halten, weil wir von den Lieferanten, muss man sagen, recht gute Preise schon zu Beginn an bekommen haben. Wir hätten zwar damit gerechnet, dass wir mit dem Preis runterkommen, aber dadurch, dass dann eben Corona dazwischen gekommen ist, die ganze Lieferproblematik, generell die Teuerung und speziell die ganzen Zukaufkomponenten sind ja schon extrem gestiegen im Preis. Zum Schluss hat es dann auch sehr recht hohe Preissteigerungen auch gegeben, aber zumindest 2021 konnten wir so eigentlich recht gut übertauchen. Jetzt 2024 kann man schon sagen, jetzt sind die Preise schon auch bei gewissen Komponenten auch wieder zurückgegangen. Aus Verbrauchersicht, da gab es halt vielfach den Vorwurf, dass durch diese Gesetzgebung, da gab es ja die Bedrohung sozusagen, dass man in Altbauten auf jeden Fall Wärmepumpen einbauen muss, sagen wir es mal vereinfacht gesagt. Und deswegen vielleicht auch erstmal eine Nachfrage, eine hohe. Und ich sag mal, der Vorwurf ist, dass diese hohe Nachfrage sich einfach darin geäußert hat, dass die Preise hochgegangen sind, weil man es ja machen kann. Kannst du das widerlegen? Ja, es ist ein komplexes Werk, was da im Gange war. Also wenn man jetzt jeden Preis da weitergegeben hätte, was jetzt die Zulieferer, Lieferanten, weil da geht es ja dann wieder zusammen, muss man sagen. Also es gibt ja viele verschiedene Wärmepumpen, aber zum Beispiel gibt es dann bestimmte Komponenten, da gibt es dann auf einmal dann nur noch drei Lieferanten und jeder von diesen drei Lieferanten bedient eigentlich die komplette Wärmepumpenbranche. Und da könnte man wahrscheinlich schon den Verdacht hegen, dass da Preise weitergegeben wurden, die was vielleicht nicht ganz gerechtfertigt gewesen sind. Wir hatten zum Beispiel, also unsere letzte Preiserhöhung war Ende 2022, aber da hatten wir schon ein Jahr Lieferzeit, muss man sagen. Und wir haben dann eben zum Beispiel jetzt von letzten Jahr auf dieses Jahr haben wir dann die Preiserhöhung komplett ausgesetzt. Das werden wir wahrscheinlich jetzt von dieses Jahr auf nächstes Jahr auch machen. Aber das heißt, die Preise werden nicht wegen der hohen Nachfrage höher, sondern eher wegen der steigenden Preise der Zulieferer. Ja, genau. Natürlich in der Zeit war es natürlich auch das Problem, dass ja, wenn man auf der einen Seite Produktionskapazitäten aufbauen muss, weil die Nachfrage so hoch ist und auf der anderen Seite gehen die Materialkosten, schießen die in die Höhe und man hatte ewig lange Lieferzeiten auch bei dem Zukaufmaterial, man musste da Flugfrachten bezahlen, man musste da irgendwelche Sondertransporte organisieren. Das muss ja auch irgendwo alles in den Preis einfließen, also indirekt natürlich ja. Aber ich glaube jetzt, dass die wenigsten jetzt das wirklich mit Absicht gemacht haben. Ja, ich kann das vielleicht auch aus meiner eigenen Sicht insofern ergänzen. Ich habe auch einen Verlag, also wir produzieren Spiele und Unterrichtsmaterialien oder Fördermaterialien für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen. Das heißt, das ist jetzt ein ganz anderer Bereich, aber da geht es um Holz, um Würfel, um Spielfiguren, um Pappe, um Papier. Und ich weiß nicht, ob du dich in dem Bereich auskennst, aber das ist so. Ich glaube, dass das viele von den Konsumenten sozusagen überhaupt nicht auf dem Schirm haben, in welcher Weise sich Preise erhöht haben, auch für Transport sich Preise erhöht haben. Und das ist auch nicht wieder zurückgegangen. Also das war nicht mal so kurz hoch, sondern das ist tatsächlich so, wie du sagst, auch bei meinem Verlag mit meinen Spielen, dass man sich halt überlegt, okay, wie viel Prozent von dem, was das Zeug jetzt mehr kostet, und das waren dann teilweise 100 oder 150
50%. Wie viel davon gibt man eigentlich überhaupt weiter, ohne dass man die Leute verliert? Und ich glaube, dass es bei den Wärmepumpen eine blöde Koinzidenz gab mit dieser Gesetzesgeschichte, sodass das den Anschein erweckt hat, das hätte was damit zu tun, dass die Nachfrage so hoch ist, weil ja jetzt alle eine Wärmepumpe brauchen, da können wir die Preise hoch machen. Aber so wie du es gerade dargestellt hast, also ich kann es aus meinem Bereich durchaus bestätigen und ich glaube, dass immer noch die Konsumenten, die Verbraucher nicht wirklich mitbekommen haben, was da eigentlich im Hintergrund sozusagen geschehen ist, auch was die ganzen Transportkosten betrifft, die sich ja bei vielen Produkten extrem niederschlagen. Wie siehst du das mit den Zuschüssen? Zuschüsse haben ja immer eine fördernde Seite, ja. Ich habe aber auch manchmal den Verdacht gehabt, dass Zuschüsse dafür sorgen, dass Dinge teuer bleiben, weil sie ja teuer sein können. Ja, also ich sage so, neben den Zuschüssen wäre es natürlich auch gut, wenn einfach auch der Betrieb der Wärmepumpe günstiger wird und da könnte man etwas zum Beispiel beim Strompreis machen. Also wenn da ein Drittel der Strompreis nur Abgaben sind, dann könnte man da auch mal ansetzen. Es ist auch eine Gefahr für die Wärmepumpenhersteller, wenn etwas sehr stark subventioniert wird und die Förderung wird dann irgendwann ausgesetzt oder so, dann gibt es da auch ganz, ganz andere große Probleme. Es ist auch irgendwo ein Damoklesschwert, so hohe Förderungen zu haben. Als Wärmepumpenhersteller wäre gut, wenn man eine Planungssicherheit hätte, auch wahrscheinlich für die Konsumenten, dass man sagen kann, okay, jetzt gibt es einfach diese Förderung, diesen Zuschuss und der reduziert sich dann vielleicht mit der Zeit und dann haben auch die Hersteller die Zeit, dass sie ihre Produkte optimieren, auch kostentechnisch optimieren, damit schlussendlich das Ziel erreicht wird, eben mehr Wärmepumpen zu verbauen, also seitens des Bundes, aber auch für die Konsumenten und Hersteller irgendwo eine Planungssicherheit gegeben ist. Wie sieht denn überhaupt der Vergleich vom österreichischen und dem deutschen Markt aus hinsichtlich Förderungen, Zuschüsse, politische Situation? Ist es komplett vergleichbar oder? Die Fördersituation ist eigentlich recht ähnlich. Jetzt dieses Jahr ist eine etwas höhere Förderung rausgekommen in Österreich. Was heißt höher? Wie hoch ist sie bei euch jetzt gerade? Das ist schwierig zu sagen, weil jedes Bundesland hat da wieder eigene Zuschüsse. Ja, also ich glaube, in Tirol kann es bis zu 80% sein. Ja, oder? Genau. Mhm. Also der Bundeszuschuss ist bei Luft-Wasser-Wärmepumpen, glaube ich, irgendwo so bis zu 19.000 Euro. Dann gibt es eben noch die Bundeslandförderungen. Mhm. In Tirol ist die sehr gut, in anderen Bundesländern gibt es gar nichts. Das ist sehr unterschiedlich eben. Inwiefern richten sich Wärmepumpenhersteller nach den Zuschüssen? Ich fand es jetzt ganz interessant. Du hast vorhin gesagt, eben für dieses Propangas gibt es eben höhere Zuschüsse oder so. Also das heißt, dass die Politik mit den Zuschüssen also nicht nur die Nachfrage steuert, sondern möglicherweise auch das Angebot. Kannst du das bestätigen? Oder war das so ein bisschen der Gedanke, ich baue die so, dass sie eine gute Förderung kriegt? Na, also vor 5 Jahren war ja das überhaupt noch kein Thema eigentlich, natürliche Kältemittel. Damals hat es einen Richtungsstreik gegeben in der Branche zwischen eben den natürlichen Kältemitteln oder synthetischen Kältemitteln. Ausgehend war das damals von Kältemitteln wie R410A, die eben einen GWB, also Global Warming Impact von 2000 haben und Propan hat jetzt zum Beispiel einen Global Warming Impact von 3, ist also 3-mal schädlicher wie CO2, das andere ist 2000-mal schädlicher wie CO2, wenn das in die Atmosphäre geht und ebenso neue synthetische Kältemittel, die sind da bei einem GWB von ein paar hundert. Aber das war damals das große Thema und wir haben uns eigentlich dann dafür entschieden, wir haben gesagt, okay, man weiß jetzt nicht, wo es hingeht, aber Propan wird immer eine Berechtigung haben und deswegen setzen wir jetzt auf dieses Kältemittel. Aber das war interessanterweise fast ein Grund, warum dass wir diese Förderung, diese Startup-Förderung nicht bekommen hätten. Weil ihr mit Propan gearbeitet habt. Genau, da war eher die Aussage, ja, das haben andere auch schon probiert und das ist eigentlich, das Thema ist eigentlich gestorben. Ach so, ja. Also ihr habt das wieder hochgeholt. Wir nicht, also es war dann insgesamt, wir waren dann ziemlich eine der ersten, die sich komplett auf dieses Kältemittel spezialisiert haben und dann ist aber auch von politischer Seite und auch auf EU-Ebene das dann immer größer geworden und schlussendlich haben sich eigentlich natürliche Kältemittel gegenüber anderen durchgesetzt. Ich habe jetzt so als Aussicht vom Wirtschaftlichen her natürlich immer die Befürchtung, dass das Ganze so ausgeht wie bei der Solarindustrie, dass China einfach die Sachen sehr günstig herstellen kann. Wie siehst du die Gefahr, dass auch
die Wärmepumpenindustrie letztendlich aus dem asiatischen Raum hinterher übernommen wird. Es gibt ja im asiatischen Raum schon viele Wärmepumpenhersteller, große auch. Ne? Ja, ja. Wenn man sich auf die Technik spezialisiert, wenn man eben hier ein gewisses Premium-Segment anbietet, dass man wirklich sagt, okay, man will auch den Bestandsgebäude sehr effizient heizen. Das geht dann auch nicht mit einer 0815 Cleaner Wärmepumpe im Moment. Ich glaube, dass dieser Markt immer da ist, weil natürlich das geht auf Masse und es gibt auch gewisse Regionen in der Welt, da, speziell in Österreich, Deutschland und in der Schweiz, da sind eben auch oft die klimatischen Bedingungen eben andere, wie jetzt vielleicht in Spanien oder so. Und wenn man jetzt eine Wärmepumpe entwickelt in China, dann wird man wahrscheinlich schauen, dass man möglichst viel abdeckt und da wird jetzt dieses Premium-Segment jetzt nicht die erste Wahl sein. Und es steckt auch sehr viel Know-how dahinter. Also wenn man sich dann die Wärmepumpen genauer anschaut, also chinesische Produkte, dann sieht man oft, dass da schon auch ein Qualitätsunterschied da ist. Also du siehst weiterhin Chancen und Zukunft für die hiesigen. Ja, sonst würdest du es nicht machen. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da und unterstütze meine Arbeit. Und die beiden Videos könnten dir auch gefallen. Bis bald.